Hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. Okay, damit wir dann alle demnächst zum Picknick übergehen können. Noch ein paar Worte von mir. Hallo, ich bin Rahel. Hallo, Rahel! Ja, und ich bin krank. Krank sein, ein stark aufgeladener Begriff in der heutigen Zeit. Niemand will krank sein und niemand darf krank sein, um hundertprozentig am Leben teilnehmen zu können. Nun, warum bin ich krank? Das weiß man nicht so genau. Ich würde sagen, es liegt an der Gesellschaft, in der ich lebe, und an dem System, das mich umgibt. Ich könnte aber auch sagen, hallo, ich bin Rahel und ich lebe in einem kranken System und in einer kranken, zutiefst gespaltenen Gesellschaft. Wie auch immer, um mit all dem klarzukommen, schreibe ich gerne. Ich habe heute ein paar Zeilen dabei, die ich mit euch teilen möchte. Lasst sie einfach mal wirken. Haltet euch die Ohren zu, haltet sie euch ganz fest zu, denn bald hört auch ihr die Betroffenen klagen, immer lauter, immer mehr. Haltet euch die Augen zu, haltet sie euch ganz fest zu, denn bald steht auch vor eurer Tür die Realität und lächelt euch sanft ins Gesicht. Haltet euch die Nase zu, haltet sie euch ganz fest zu, denn die Lügen und Verleumdungen stinken bis zum Himmel. Haltet euch den Mund zu, haltet ihn euch ganz fest zu, denn die Ignoranz stirbt einen langsamen Tod und das Schweigen geht mit ihr. Lauft schnell, lauft ganz schnell fort von hier, denn die Wahrheit ist euch dicht auf den Fersen und sie schlägt knallhart zurück. Versteckt euch gut, versteckt euch sehr gut, denn die Konsequenzen eures Handelns dringen immer weiter vor. Wenn man seine Mitmenschen auf die Missstände anspricht, stößt man meist auf Unverständnis. Viele interessiert es nicht, was seit über 2 Jahren passiert. Sie sind mehr oder weniger freiwillig in ihrem Hamsterrad gefangen und versuchen, den Spagat hinzubekommen zwischen Arbeit und Familie, zwischen Brot und Spielen. Da bleibt keine Kraft mehr, um sich seiner Sinne zu bedienen, sich seiner selbst gewahr zu werden, achtsam zu sein, wie es immer so schön heißt. Nun, das muss ich wohl verstehen. Doch so sehr ich auch daran arbeite, es gelingt mir nicht. Ich kann nicht verstehen, wieso die Menschen einfach so weitermachen, als sei nichts. Es erscheint mir so, als würden sie ihre Sinne einfach ausschalten können und nichts mehr sehen, nichts mehr hören und nichts mehr fühlen. Wie in einem surrealistischen Gemälde von Salvador Dalí. Ja, es erscheint so, als ob jegliches Gefühl für sich selbst, seine Mitmenschen und für seine Umwelt fehlt. Und obwohl die negativen Konsequenzen aus 2,5 Jahren Corona-Politik immer deutlicher werden, ja mich geradezu anspringen, wird weiter geschwiegen. Und das Beste ist, man möchte uns auch vorschreiben, zu schweigen. Was wir noch wollen, fragen sie dann. Es wäre doch alles wieder gut, sagen sie dann. Aber ich sage, es fängt gerade erst an. Immer
an die Öffentlichkeit und verlangen einen offenen Diskurs und Gelder für evidenzbasierte Studien, anstatt für noch mehr Impfungen, die man als solche hätte nie bezeichnen dürfen und die ohnehin nicht helfen. Auch die Forderung eines Rücktritts des Gesundheitsministers Karl Lauterbach wird immer lauter. Durch die zahlreichen Lockdowns und die Maskenvorschriften der vergangenen Jahre zeigen immer mehr Studien den Schaden auf die Psyche und auf die körperliche Gesundheit auf. Es wird immer deutlicher, wie wenig das alles zur Bekämpfung der sogenannten Pandemie gebracht hat. Kinder und Jugendliche zeigen gravierende soziale sowie Bildungsdefizite. All das ist nun hinreichend bekannt, sollte man meinen. Aber wir sollen einfach den Mund halten, nicht davon sprechen, denn es ist ja nun alles gut. Wir sollen nicht auf die Straße gehen und weiter stören, denn es ist Sommer und Urlaubszeit und man möchte sich auch einfach mal erholen von all dem. Bei allem Verständnis dafür sage ich dennoch, wir lassen uns nicht den Mund verbieten, nur damit sich das Leben anderer in ihrer Hygieneglocke bequemer gestaltet. Ich habe es schon einmal gesagt und ich wiederhole es gerne. Wir alle sind verantwortlich für das, was gerade passiert. Und wir werden alle dafür die Konsequenzen mittragen müssen. Und da könnt ihr euch noch so sehr bemühen, eure Augen, eure Ohren und eure Herzen zu verschließen. Denn, Zitat, man kann zwar die Realität ignorieren, aber nicht die Folgen davon. Vielen Dank. Vielen Dank, Ralf. So, wir haben jetzt noch ein paar Wortmeldungen. Wer möchte von euch zuerst? Sie, Herr Mack? Achim? Achim. Okay. Einen wunderschönen guten Abend, Heidelberg. Wir leben ja immer noch im besten Deutschland aller Zeiten, in dem die Versammlungsfreiheit gewährt wird. Ich habe das wieder erfahren, jetzt in meinem Strafbefehl, der gerade gegen mich läuft. Da komme ich jetzt vor einer Woche aus dem ersten Verhandlungstag. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieser Strafbefehl, der da gegen mich läuft, keine politische Verfolgung Andersdenkender darstellt. Es liegt an dir! Ich bin mir sehr gewiss, dass bei diesem Strafbefehl alles mit rechten Dingen zugeht und dass die Vorwürfe gegen mich sehr, sehr, sehr schwer wiegen. Denn ich, böser, böser, böser Junge, habe im Oktober 2021 eine Anlage auf einer Demo auf mehr als 70 Dezibel auf einen Meter eingestellt. Und ich hatte auch die Dreistheit, auf der Demo dem Beamten vom Ordnungsamt klarzumachen, dass er da Bullshit misst, indem ich ihm auch zeigte, dass wenn ich die Lautsprecheranlage ausschalte, auf seinem Messgerät immer noch 75 Dezibel angezeigt werden, weil nun einmal eine Versammlung von Menschen automatisch lauter als 70 Dezibel ist und eine Begrenzung auf 70 Dezibel plus Auflagenabstände einzuhalten, ist ein de facto Verbot einer Versammlung rechtswidrig und deswegen durfte ich gegen diese Auflagen verstoßen. Das
habe ich auch vom Verwaltungsgericht schon feststellen lassen für die Demo danach, dass diese Auflage nicht rechtens oder voraussichtlich rechtswidrig war. Das Zweite, was mir vorgeworfen wird, ist, dass ich nicht stramm auf der politischen Linie dieser Regierung mitmarschiere. Als Versammlungsleiter ist es gemäß Versammlungsgesetz § 14 meine Aufgabe, die Auflagen durchzusetzen, ob mir das gefällt oder nicht. Aber es ist nicht meine Aufgabe, diese Auflagen gut zu heißen. Und so habe ich auf dieser Demo die Auflagen durchgesetzt. Diese Auflagen waren Abstände und die Polizei hat in weinerlicher Manier, möchte ich es nicht nennen, aber in seltsam anmutender Manier sich darüber beschwert, dass ich da sarkastisch und ironisch war. Und liebe Polizei Heidelberg, ich bin niemals sarkastisch und ironisch, ich bin ein stur, ernster Mensch. Aber auch hier habe ich auf Vorrat schon geklagt gehabt. Das stellt sich heraus, alles zu verklagen, hat mir hier sehr gut getan. Denn ich habe schon ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht, das feststellte, dass eine Auflage der Stadt Speyer, die besagte, man dürfe eine Verordnung nicht kommentieren, herabwürdigen oder sonst was, dass das so zu verstehen sei, dass man die Auflagen in jeglicher Art und Weise kommentieren darf, solange man nicht zur Nichtbefolgung aufruft. Das bedeutet also, ich kann sagen, diese Auflagen sind dumm, behindert, unwissenschaftlich, ich finde sie scheiße. Alles darf ich sagen, ich darf mich drüber lustig machen, solange ich nicht zur Nichtaufforderung aufrufe. Das heißt, auch hier liegt objektiv kein Straftatbestand gegen mich vor. Was mir nicht bewusst ist, ist, warum in dieser Ansicht der drückenden Entlastungsbeweise immer noch die Richterin es notwendig sieht, das Strafverfahren fortzusetzen. Aber wenn ihr rausfinden wollt, warum das Strafverfahren fortgesetzt wird, dann lade ich euch herzlich ein am 12.07. im Amtsgericht Heidelberg, also da drüben, um 9 Uhr geht es in die zweite Runde, wo die eben benannten Entlastungsbeweisanträge durch meinen Strafverteidiger nochmal vorgetragen werden und wir dann vielleicht wissen, wie es ausgehen wird. Wir werden schauen. Was? Du gehst ja eh in den Knast. Da wird es ja uns alle billiger. Super. Aber ihr müsst auch nicht so radikal sein. Ich war da nicht da an dem Tag. Ich hatte mit nichts zu tun. Wir haben jetzt noch einen Gast hier, den Uli, den wir lange nicht hier gesehen haben. Und der würde auch noch ein paar Sachen zu uns sagen. Freuen wir uns. Hallo. Ich bin heute relativ spontaner, freue mich mal wieder da zu sein und zu sehen, wie so viele Leute weiterhin die Fackel hochhalten. Kleiner Applaus für euch. Ich schaffe zurzeit nicht immer. Im Lockdown war das schön. Ich freue mich auf den nächsten Lockdown, da habe ich dann wieder Zeit auch für Demos. Aber im Moment ist es einfach mit so noch vielen und kleinen Kindern ein gewisser Freizeitstress da und ja, ich freue mich, dass ich so weit schaffe. Vielleicht schaffe ich es auch in Zukunft wieder ein bisschen öfter. Ich habe aber allerdings auch andere Verantwortungen und Ehrenämter mittlerweile, die einfach auch Zeit kosten. Ja, wollte kurz auch noch so ein bisschen berichten. Ich war beim Achim im Gerichtsverfahren dabei. Das war sehr possierlich. Insbesondere Richterin und Staatsanwältin haben im Duett Maske getragen. Also, beste Freunde forever! Ganz sicher ist, dass da keine Befangenheit vorlag. ja, sehr schön fand ich Achim, wie die Staatsanwältin immer wieder, ohne das Wort zu haben, dich erzogen hat. Hören Sie doch mal, Sie sind ein erwachsener Mann! Als er zwischendrin mal losprusten musste, ich habe mir das immer schwer unterdrücken müssen, aber es war auch bei mir kurz davor. Siamak, ich finde es schön, ich besuche dich im Gefängnis, ich bringe auch Kuchen vorbei. Es könnte allerdings ein Problem geben, ich habe nämlich auch ein Verfahren an der Backe wegen Volksverhetzung. Also, vielleicht müssen wir uns den Kuchen zuschicken und vielleicht kriegen wir eine Nachbarzelle. Ja.
Ja, ich weiß zwar noch nicht, welches Volk ich verhext haben soll, aber ja, mal gucken. Deswegen ist jetzt beim Anwalt. Also meine Vermutung ist, dass es dem Staatsanwalt eigentlich zu peinlich sein müsste, mich einzulochen wegen einer Satire-Demo, wohlgemerkt. Der Anwalt hat es nach 2 Minuten Telefonat kapiert. Mal gucken, es bleibt spannend. Ja, wird mal Zeit wieder für die nächste Satire-Demo. Also die Themen gehen uns nicht aus. Hier schweben schon viele Mottos im Kopf. Vorschlag wäre Planwirtschaft jetzt. Wir erleben ja, wie doch wunderbar die Summe der staatlichen Eingriffe zu sinkenden Preisen führt, steigendem Wohlstand, zunehmender Sicherheit und allgemeiner Glückseligkeit. Und das müsste man doch mal bejubeln, oder? Okay, also, ich wünsche euch ein schönes Picknick, vielen Dank und macht weiter so. Und ich bin immer noch da, bloß momentan einfach ein bisschen mit der Familie beschäftigt. Seht's mir nach. Vielen Dank, Uli. Ich glaube, ich bin der Einzige hier ohne Verfahren momentan. Deshalb darf ich hier auch die Versammlung leiten. Ja, ich danke euch, dass ihr alle da wart und seid und bleibt. Wir machen ja jetzt noch, wir werden jetzt die Versammlung gleich beschließen und dann werden wir hier noch ein Picknick machen. Ich hoffe, ihr habt alle Zeit mitgemacht. Ihr habt alle Durst. Wir haben da hinten einen Tisch aufgebaut mit ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Wir haben auch ein bisschen eine Box, glaube ich, wo man ein bisschen was reintun kann, wenn man sich ein bisschen an den Unkosten beteiligen mag. Ist aber natürlich keine Pflicht. Ich wünsche uns allen jetzt noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ja, war toll. Ich schließe damit jetzt hier offiziell die Versammlung.